Seit den 60ern standen die Begriffe Singer-Songwriter und Liedermacher eher für leicht verschrobene Typen mit viel Text und wenig Akkorden, vorzugsweise auf der Akustikklampfe. Junge Liedermacher wie Philipp Poisel bedienen sich hingegen vielseitigerer musikalischer Formen. So auch Johannes Meissner. Der Berliner fängt im jungen Alter an, seine ersten eigenen Stücke zu schreiben. Jahre später professionalisiert er sich durch ein Musikstudium, was nicht nur Vorteile für das eigene musikalische Schaffen bringt. Was schon extrem flöten geht in so einem Studium, ist so naiv Musik machen. Also einfach mal so ein bisschen yeah, so einfach mal auf eine Bühne und mal sich über einen Groove freuen oder sich über zwei unterschiedliche Harmonien im Wechsel freuen, so ist halt voll geil eigentlich, ne? Aber reicht dann manchmal eben nicht, weil du dich ja irgendwie bei einem Studium eben mit der Tiefe beschäftigen sollst. Und das habe ich dann irgendwann auch verstanden, dass jetzt kann ich mich wieder drüber freuen. Johannes Meissner wird 1984 in Berlin-Marzahn geboren und wächst in Friedrichshain auf. Vater und Großvater sangen im Dresdner Kreuzchor, einem der geschichtsträchtigsten Knabenchöre Europas. So gewinnt für den jungen Johannes Meissner die Musik an enormer Bedeutung und besonders die Klassik. Er will Musik studieren, wird zunächst aber in Hamburg, Dresden und Berlin abgelehnt und beginnt ein Sozialpädagogikstudium, welches er auch erfolgreich abschließt. Meissner beschließt, es noch einmal zu versuchen und wird für ein Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock zugelassen. Ein Meilenstein für den talentierten Musiker. Auch wenn die anfängliche Euphorie zwischendurch kleineren Ernüchterungsperioden weichen muss. Was am Anfang immer das Obergeilste ist, diese Hochschule zu machen, dann irgendwann wird das so ein Ballast, weil diese 1000 Leute immer sagen, mach so. Und dann bin ich jetzt total froh, dass das weg ist und jetzt kannst du einfach wieder genau das machen, weswegen du das studiert hast. Nämlich einfach dich ans Klavier setzen, einen Song spielen, egal was. Und das einfach so meinen. Das habe ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren habe ich viele Sachen auch mal nicht so gemeint. Sondern habe dann einfach gespielt und habe mich so von außen gesehen. Also und jetzt kommt es halt so wieder, dass du wirklich in dem Moment bist und das ist cool. Also wenn man das merkt, aber ich habe da schon Diskussionen mit Schauspielern an der Hochschule. Haben halt wahnsinnig viele, wenn du halt irgendwie so ein Handwerk in Anführungsstrichen lernst, musst du den Idealismus kurz mal beiseite schieben. Am Ende wartet Gott. Am Ende wartet Regen. Schau mal, da liegen meine Taten, verteilt so wie Laub im Garten Eden. Am Ende wartet vielleicht doch Schrott, am Ende wartet Regen. Und ich fang an wie wild zu haken, zwei Haufen und ich werd mich in den größeren reinlegen. Alles hat mich hergeführt, alles was ich bin, auch wenn ich nicht mehr weiter will, treibt es mich doch dahin. Vielleicht stimmt es ja doch, vielleicht war alles bloß Gerede. Dieses Bild in meiner Wand beginnt sich gerade langsam aus dem Rahmen zu bewegen. Und ich erinnere mich daran, es war gleichgültig gewesen. Ich fange am Ende jetzt nicht an, jeden kleinen Satzanfang mit gleicher Gültigkeit zu lesen. Alles hat mich hergefühlt, alles was ich bin. Wenn ich nicht mehr weiter will, treibt es mich doch dahin. Alles hat mich hergeführt, bin ich hier nicht zu Haus. Komm doch hier eh nicht raus. Komm doch hier eh nicht raus. Alles hat mich hergeführt, alles was ich bin. Auch wenn ich nicht mehr weiter will, treibt es mich doch dahin. Alles hat mich hergeführt, bin ich hier nicht zu Haus. Komm doch hier eh nicht raus. And oh, yeah, yeah. And oh, yeah, yeah. Yeah. Yeah.
hierher gefühlt, alles was ich bin. Auch wenn ich nicht mehr weiter will, treibt es mich doch dahin. Alles hat mich hierher gefühlt, bin ich hier nicht zu Haus. Komm doch hierher nicht raus. Alles hat mich hierher gefühlt, alles was ich bin. Auch wenn ich nicht mehr weiter will, treibt es mich doch dahin. Alles hat mich hierher gefühlt, bin ich hier nicht zu Haus. Komm doch hierher nicht raus. Alles hat mich hierher gefühlt, alles was ich bin. Wenn ich nicht mehr weiter will, treibt es mich noch dahin. Alles hat mich hier gefühlt, bin ich hier nicht so raus. Komm doch hier nicht raus. Komm doch hier nicht raus. Alles hat mich hier gefühlt, alles was ich bin. Auch wenn ich nicht mehr weiter will, treibt es mich noch dahin. Alles hat mich hier gefühlt, bin ich hier nicht so raus. Komm doch hier nicht raus. Johannes Meisner mit Laub im Garten Eden. In streng öffentlich auf WDR 5. Das Studium an der HMT Rostock erweist sich für den Berliner als Glücksgriff. Nicht nur, dass hier ein dualer Studiengang angeboten wird, der sowohl klassische als auch populäre Musik zum Inhalt hat. In Rostock lernt Johannes Meisner auch seine Band kennen. In den offenen Übungsräumen der Hochschule entsteht ein Lied nach dem anderen. Basierend auf den Songgerüsten, die Meisner zum Teil aus Berlin mitgebracht hat. Meisner begleitet sich selbst am Klavier und wird dabei von Lena Schmidt an Synthesizern, Rhodes Piano und anderen Tasten unterstützt. Schlagzeug und Bass runden die Sache ab. Singer, Synthesizer könnte man das nennen, ganz ohne Gitarre. Das Quartett tritt unter Johannes Meisners Namen auf. Die Rollenverteilung ist also klar, oder? Auf der anderen Seite ist es eben auch eine Verantwortung, ne? Also wenn irgendwie was schief geht, dann ist es eben auch Johannes Meisner, wo was schief gegangen ist, ne? Und alle anderen könnten sich theoretisch dann so wegducken, tun sie nicht. Also wir sind schon echt ein Kollektiv. Und haben jetzt schon mit mehreren Widrigkeiten sind wir umgegangen, dass der Bassist zum Beispiel eben in München ist und wir das trotzdem seit über anderthalb Jahren weitermachen. Zeigt ja irgendwie, dass da irgendwie Bereitschaft, müssen die Leute ja alle nicht machen. Aber irgendwie haben alle Bock und sagen, ey, da entstehen immer wieder coole Sachen. Solange die Leute Bock drauf haben, ist das cool. Aber es finde ich auch wichtig, dass man es immer so Schritt für Schritt sieht. Also dass man immer sich jetzt auch nicht Versprechungen gibt bis ans Lebensende. Das ist halt immer so eine vage Schiene, aber wir machen das gerade ziemlich cool. Mittlerweile lebt und arbeitet die Band wieder in ganz Deutschland verteilt. Zum Proben und zur Tourvorbereitung treffen sich die Musiker in einem Landhaus in Lage in Mecklenburg-Vorpommern. Die letzte Tour im Februar 2015 führte Johannes Meisner und seine Band von Rostock bis nach Zürich. Von Nord nach Süd in knapp 2 Wochen. Mit an Bord ein echtes Klavier, ein professioneller Klavierbauer und ein Filmteam, das derzeit eine Dokumentation der Tour zusammenschneidet. Das war irgendwie einfach eine coole, wieder auch eine Konstellation, die habe ich auch nicht, die kannst du nicht so als Ziel setzen, sondern die entsteht dann so und dann haben wir plötzlich jemanden gehabt, der halt mitkommt und halt ein Klavier mit in den Bus schiebt und das auch zu jedem Gig stimmt. Also das halt, war halt die Konstellation, dass der plötzlich da war und dann wäre sonst nie mein Ziel gewesen. Und deswegen wirkt dann nach außen hin so wie dekadent, aber es ist halt einfach so eine Kneipenfreundschaft gewesen, dass wir halt ein Bier getrunken haben und gesagt haben, du sag mal, kannst du dir, mal ganz blöde Frage, kannst du dir vorstellen, dass wir mal auf Tour gehen so mit einem Klavier? Und dann hat es sich entwickelt und dann war es halt fett irgendwie. Und in dem Rahmen ist das, glaube ich, schon spannend. Deswegen wollten wir halt unbedingt filmen, dass man, weil es so einmalig halt irgendwie ist. Ja. Ist halt auch, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Preis von, weil die Leute einfach die ganze Zeit draufhalten. Und auch nach einem schlechten Konzert, du gehst so runter und sagst so, ah, war alles scheiße. Und der Kameramann steht da und filmst die ganze Zeit. Und du bist hammer deprimiert, aber das vielleicht auch genau daraus kommen dann die spannenden Momente. Neben diesen spannenden Momenten wird dem Publikum beinahe selbstverständlich hochprofessionelle Musik geboten. Hinter den Kulissen bleibt Musik heute aber zuallererst ein teures Hobby. Und wer wie Meisner ambitionierter unterwegs ist, braucht Geld, um diesen Traum am Leben zu erhalten. Vom Barpianisten auf der Bowlingbahn bis hin zum Patiententransporter im Krankenhaus hat er alle möglichen Jobs angenommen, um seine Kosten zu decken. Und eine ausgedehnte Tour mit Band ist auch immer ein finanzielles Risiko. Manchmal spielst du halt irgendwie für einen Hut, manchmal spielst du für die Tür, manchmal mietest du den Club. Also wir hatten so alle Varianten irgendwie drin und hat insgesamt funktioniert. Und wir konnten sogar den Leuten, die halt mitgemacht haben, auch was so Entschädigungsmäßiges zahlen. Also hat irgendwie alles gut geklappt. Also ist ja voll das Risiko auch, ne? Also wenn du halt so spritmäßig, aber das ist dann auch wieder so Konstellation. Wenn du so ein gewisses Risiko überschreiten würde, würden wir das auch nicht machen. Also draufzahlen geht natürlich irgendwie, aber auf Dauer geht es natürlich nicht. Und das ist bei uns ganz cool eigentlich, dass es sich auch so langsam entwickelt, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt auch, manchmal können wir auch sagen, dass die Leute auch was dafür kriegen, aber das haben die natürlich nicht immer. Also wahnsinnig viele
Mucken gespielt, wo einfach keiner was gekriegt hat. Aber es ist auch okay. Regenbögen werden nicht mehr gebraucht. 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 Ich lieg high im Bett und seh den Tag verfliegen. Schau auf meine kleine Regenbogenmalmaschine. Alte Junge, bleib liegen. Sie sind doch so zufrieden. Es ist gleichgültig, was da draußen grad passiert. Wen kümmert's, dass man deinen Regenbogen mal nicht sieht? Der Mann im Mond scheint nicht voll bei der Sache zu sein. Regenbögen werden nicht mehr gebraucht. Ganz viel Liebe mit vielen Farben, niemals nennenswertes Geld verdient. Wo ist das Glitzern geblieben? Sie waren doch immer zufrieden. Früher ließen mich die Leute gern im Regen sitzen. Ich war gelangweilt von den Dächern und den Schornsteinspitzen. Rauchte Zigaretten, um nicht völlig auszuticken. Regenbögen werden nicht mehr gebraucht. Regenbögen werden nicht mehr gebraucht. Regenbögen werden nicht mehr gebraucht. Ich stell meine kleine Regenbogenmalmaschine ausgestellt in eine eingestaubte Glasvitrine. Dann steht klein gedruckt auf dem Schaukasten drauf: Regenbogenmalmaschinen werden nicht mehr gebraucht. Glaube ich, eins der Lieder, wo der Text, glaube ich, am ältesten ist. Ist, glaube ich, 5 Jahre alt oder vor dem Studium entstanden schon. Eigentlich war damals, für das ganze Lied war irgendwie meine Prämisse, ich wollte unbedingt mit einer Loopstation einen Loop-Track schreiben, halt nur für Loopstation. Das war damals irgendwie gerade, kam dazu auf, dass das so irgendwie so Rico Loop und so haben irgendwie geile Sachen gemacht und wollte unbedingt auch einen so einen Loop-Track machen. Und dann habe ich mir den Text ausgedacht und ich habe, für mich war Regenbogen immer so ein Glückssymbol halt, ne? Und der Typ mit der Regenbogenmalmaschine ist halt der auch wieder so den Idealismus halt bringt und Leute damit ansteckt und der dann aber irgendwann merkt, ey Mann, ist alles für die Katze. Die Leute nehmen das ja nicht zur Kenntnis, dass ich hier die ganze Zeit dabei bin, irgendwie Regenbögen durch die Gegend zu malen. Und deswegen sagt er sich das dann in dem Lied. Johannes Meissner in streng öffentlich auf WDR 5. Der Berliner ist Idealist, vor allem in seiner Rolle als Musiker. Sein wichtigstes Ziel: besondere Momente herstellen, ohne gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Also ich mag das immer ja nicht so mit dem Zeigefinger, mir jetzt Leuten zu erzählen, hier dem Mann jetzt schlecht, dem Mann jetzt gut oder jetzt zu sagen, oh, meine Freundin hat mich verlassen oder so, sondern ich male das dann irgendwie, bin auch manchmal ja total verliebt in so Wörter, so mag die dann irgendwie zu sagen, das kommt glaube ich noch so ein bisschen aus dem Hip-Hop früher, auch dann so Wörter zusammenzusetzen, die halt vorher vielleicht so Regenbogenmalmaschine eben zum Beispiel oder Zoes Fabelwesen oder mag die Wörter einfach sagen. Und dann ist es immer so ein bisschen Fiktion, immer so ein bisschen eigenes Erleben und dann entsteht immer was mich dann irgendwie selber berührt. Und dann denke ich immer, wenn es mich, also ist immer so ein Grundsatz von mir, dass
ich ein bisschen egoistisch denke, wenn es mich berührt, berührt es bestimmt auch andere. Nach 4,5 Jahren Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock zieht es den gebürtigen Berliner nun wieder zurück in seine Heimat. Allerdings eher aus persönlichen, denn aus künstlerischen Motiven. Ich bin auch gar nicht so ein Berlin-Verfechter unbedingt. Also ich bin jetzt keiner, der die Berlin-Flagge total hochhält, weil ich das schon, ist einfach schon eine sehr, sehr laute Stadt und eine total hippe, angesagte Stadt. Und das ist auch immer halt extrem erdrückend, wenn du halt, was ich in Rostock halt irgendwie gelernt habe, ist, dass das was Besonderes ist, was man so macht. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die hätte ich in Berlin so nicht gehabt. Und auch so die Ruhe und die Zeit, so was mal zu entwickeln und nicht immer dem hipsten Zeug hinterher zu laufen, das hat eine totale Qualität. Und klar gibt's Wahnsinn, also in Berlin hast du natürlich alles, aber es ist halt irgendwie natürlich auch verstückelt. Und in Rostock hast du halt irgendwie eine kompakte Szene. Und ich kann jetzt nur für Rostock sprechen, aber die ist halt echt gut so. Also die ist halt super. Und das habe ich immer als Vorteil eher gesehen. Er will auch gar nicht ausschließen, dass es ihn irgendwann wieder zurück nach Rostock zieht. Aber jetzt heißt es für Johannes Meißner erst einmal, Schritt für Schritt nach vorne zu schauen. Momentan steckt er in Verhandlungen mit einer Plattenfirma, die sein Album Regenbogenmalmaschine vertreiben möchte. Ähnlich wie bei Philipp Purcell klingt das nach einem Musikerwerdegang wie aus dem Bilderbuch. Ich glaube, du brauchst den Hintergedanken die ganze Zeit. Also wenn du nicht selber denkst, dass du das damit machen willst, das ist ja immer so der Punkt, Leute sagen dann so, oh, da hast du ja Schwein gehabt, dass der im Publikum saß oder so. Aber wenn du natürlich viel spielst, also ich bin natürlich wahnsinnig dankbar für jeden, den ich da getroffen habe, ob Musiker, Produzent oder wen auch immer, dass ich da an der Hochschule genommen wurde. Also, aber da hängen für jedes Einzelne natürlich auch immer Geschichten vorher dran. Also musst schon echt viel Musik machen, damit sowas überhaupt passiert. Also ich glaube immer nicht so richtig an Glück dann in dem Moment oder so. Ist dann halt irgendwie vielleicht ein bisschen kurz zufällig, aber ich glaube schon, wenn Leute das akribisch machen, dann werden die immer ihren Weg finden. Ein bisschen muss man sein Glück eben auch erzwingen. Und man darf gespannt sein, wohin Johannes Meißners Weg ihn führen wird. Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Karriere, wie die von Philipp Purcell, bringt er jedenfalls mit. Hingabe zur Musik, starke Texte und eine gesunde Portion Bodenständigkeit. Denn egal, mit wie viel Ernst auch immer man heute Musik machen muss, um sich ein Publikum zu erspielen, sich selbst allzu ernst nehmen sollte man nicht. Ich finde, man sollte das dann auch immer nicht überbewerten. Das sind halt Lieder, die man spielt und die sind halt irgendwie schön und die haben eine Geschichte und man will damit was sagen und dann ist auch gut. Das war Neue Lieder, Neue Macher, die Porträtreihe über die jungen deutschen Songwriter in streng öffentlich. Heute mit Philipp Purcell und Johannes Meißner. Sie hörten eine Sendung von Christopher Heimer und Nick Platzek. Warum kann es nicht immer so sein, wie bei der Brücke bei den S-Bahn-Schienen, mit Gänseblümchenkrone und voll mit Wein? Steh ich verloren und verlegen und allein. Da im Kamin glimmt noch Glut von dir. Pass auf, dass sie nicht anfängt, wild zu brennen. Hör, unser Lied lief grad im Radio hier. Und ich tu so, als würd ich's immer noch gut kennen. Du denkst an barfuß heiraten am See. Und ich daran, was heute noch so geht. Ich bin ein Ego, ich Planet. Nur ein Ego, ich Planet. Ich bin ein Ego, ich Planet. Der sich nicht um dich, nur um sich selbst.
sich selber trägt.